Meine Vision ist, dass sich das Stromnetz zukünftig stärker an der Nachfrage orientiert. Am Ende wird das Netz so intelligent sein, dass es sich automatisch an den Verbrauch anpasst. Ich heiße Michal und wohne in Brünn. Ich arbeite bei EGD, wo ich als Projektmanager arbeite. Radfahren ist der Sport, aus dem ich meine Energie beziehe. Ich habe Ingenieurwesen studiert und arbeite jetzt seit 7 Jahren bei EGD. Hier arbeite ich in der Abteilung für Netzentwicklung. In unserem Team legen wir die Strategie des Unternehmens für die nächsten Jahre fest. Meine Aufgabe ist es, die Netzplanung der Zukunft auszuarbeiten und Datenanalysen und Statistiken über unser Stromnetz zu erstellen. Wir erleben derzeit einen exponentiellen Anstieg bei Anschlüssen von Photovoltaikanlagen. Während wir im Jahr 2021 über 7.000 Anträge vorliegen hatten, waren es im Jahr 2022 über 37.000. Das ist eine Steigerung von über 500%. Daher müssen wir für die Zukunft so viel wie möglich digitalisieren, automatisieren und standardisieren. Digitale Lösungen unterstützen schon jetzt unsere Kundinnen und Kunden darin, einen PV-Anschluss schnell und einfach zu beantragen. Der Online-Connection-Check, der auf unserer Webseite eingebunden ist, steht allen Kundinnen und Kunden rund um die Uhr zur Verfügung. So können Sie seit kurzem eigenständig die Anschlussmöglichkeiten einfach und bequem prüfen. Mein Job hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Wir führen neue Software und intelligente Lösungen ein, um ein datengesteuertes Unternehmen zu werden. Dank digitaler Kundendaten haben wir eine bessere Datenqualität und können die Wartezeit bis zum Stromnetzanschluss verkürzen. Digitalisierung ist der Schlüssel, um das hohe Anfrage- und Auftragsvolumen zu bewältigen und ein funktionierendes Netz sicherzustellen. Digitalisierung spart uns eine Menge Zeit und wir vermeiden Probleme, besonders wenn das System automatisch funktioniert. Die größte Herausforderung besteht darin, dass jeder DSO in jedem Land eine andere Nachfrage und eine andere Gesetzgebung zugrunde liegt. Ich liebe es, Teil unserer Zukunft zu sein, in der die Energienetze eine große Rolle spielen werden. Elektrizität ist überall, wohin man schaut.